Heute geht es ums Thema Gläser und wir haben echt einen Spezialisten dafür da. Also es wird spannend, bleibt auf jeden Fall in der Haltung. Seid gegrüßt, meine Lieben, herzlich willkommen aus Frankfurt am Main, im Headquarter der Weingeist. Heute hoher Besuch aus Berlin. Für mich ein ganz spezieller Besuch, weil wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang. Es geht um diesen jungen Herrn hier neben mir, Peter Steger. Auch aus der gleichen Gilde, Sommelier der ersten Stunde. Du gehörst auch so zu den alten Hasen des Business, kann man sagen, oder? Mittlerweile darf man das sagen. Alt in Anführungszeichen. Nee, aber du bist ja wirklich so von Beginn an der deutschen Sommelier-Szene irgendwie am Start und ja. Aktiv und immer sehr umtriebig und immer viele Projekte, immer coole Projekte, wie ich finde. Und eins davon ist heute unser Thema. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was zu deiner Sommelier-Vita und wie es zu Gläsern gekommen ist. Ja, ich habe meine ersten Schritte im Osten des Landes gemacht, in Ostberlin. Und war natürlich besonders spannend. Es ist ja nicht alles gab, was man so haben wollte. Genau. Und das hat aber so eine gehörige Portion Hartnäckigkeit in mir entfacht. Ja, und dann, als die Mauer fiel, bin ich da irgendwie gleich mit reingefallen in das gerade beginnende Aufbruchsthema der deutschen Sommelierie. Also gerade in Berlin und auch im Osten gab es oder gibt es nach wie vor ganz viele wirklich hochkarätige Kollegen in Sachen Sommeliers. Ja. Mal einen Gruß in den Osten an der Stelle. Nach Dresden. Zum Beispiel. Nein, ja, ich meine, es ist eine hohe Dichte an Hochkarätern, muss man sagen. Ja. Du bist aber dann über die Sommelier-Geschichte natürlich auch irgendwann, kommt man zwangsläufig zum Thema Glas gekommen. Ja, also ich bin nicht auf den Hund, sondern aufs Glas gekommen. Hm. Wie der Zufall so spiegelt, ich habe einen Bruder. Was macht der? Glas. Also mein Bruder, heute nicht mehr, aber der hat Glasbläser gelernt und ist dann auch, hat also seine Karriere gemacht und war dann irgendwann mal in der schönen, im schönen Bayerischen Wald bei Theresienthal Betriebsleiter. Hm. Und auch eine kuriose Geschichte, der rief halt irgendwann mal an und sagte, Mensch, wir machen hier tolles Glas und super Bude und handwerklich sind wir die Besten, aber wir sind tierisch eingestoppt. Total alt und uns sterben die Kunden weg und so. Jedes so bei diesen alten, altaufgestellten Firmen ist. Ich muss mir irgendwas Neues ausdenken und ich habe beschlossen, ich mache eine Glassäge für die Gastronomie. Kannst du mir nicht bei helfen? Du weißt doch, wie das geht. Ich weiß, wie Glas gemacht wird, aber was muss man beachten? Wie müssen die aussehen, die Gläser? Was müssen die für Eigenschaften haben und so? Hilf mir bitte. Und ich sagte, klar. Das ist mein Bruder, ich helfe dir, geht doch ganz schnell. Lass ja die Finger weg. Wieso? Erklär mal, das ist eigentlich dein Business. Das ist ganz einfach. Die hauen sich ja alle die Preise um die Ohren. Ja. Die kaufen teilweise die großen Firmen ihre eigenen Glassägen wieder aus der Gastronomie zurück, um die neue Glassäge auf Produktionsstärke zu bringen. Wenn man ein paar Millionen in der Tasche hat, kann man so ein Spiel mitmachen. Mhm. Die waren aber nicht da. Ja, ich dachte, ja, aber ich muss auch was tun. Geht hier um Arbeitsplätze und um meine Zukunft. Hast du nicht irgendeine Idee? Und heute nicht mehr so oft, aber damals war es so, dass ich manchmal schneller sprach, als ich zu Ende gedacht hatte. Und aus mir plautzte es so heraus, der Riedel hat da 27 Gläser in seiner Sommelier-Serie, die hauen wir alle mal zusammen und machen ein Glas draus. Alle haben drüber geschlafen, oh Gott, was haben wir? Nein. Und eigentlich war das ein Spaß. Also war wirklich nicht ernst gemeint. Hätte mein Bruder drüber gelacht. Das wissen wir heute nicht. Ja. Oder hätten wir gleich ein anderes Thema. Aber mein Bruder fing an, mich am Telefon anzuschreien. Du blöder Hund, was bildest du dir ein? Du machst dich auf meine Kosten lustig. Und hier geht es wirklich um Menschen und um die Zukunft des Betriebs und überhaupt, das geht gar nicht, du Arschloch. Dann hat er hier so die Halsschlager schon. Dann sag ich, pass mal auf, mein Freund, du bist ganz schön arrogant. Woher willst du denn wissen, dass es nicht geht? Du hast es doch noch nie gemacht. Ja, und dann haben wir angefangen, einfach auszuprobieren mit 10 verschiedenen Größen. Wir haben so ein bisschen mehr als anderthalb Jahre gebraucht, 80 Verkostungsrunden, 120 Formen. Mhm. Wir haben im Prinzip immer verkostet und wieder neue Verbesserungen an der Glasform hineingebracht. Die Idee dahinter ist im Prinzip, den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden. Alle Rebsorten, alle Altersstufen, alle Herkünfte, alle Weinarten. Ich meine, das ist natürlich eine Aufgabe. Ne? Die Weinwelt ist extrem vielfältig, die Stilistiken sind ganz, ganz unterschiedlich. Da die Ansage zu machen, ein Glas reicht für alles, das ist schon, nimmt man das Maul schon voll.
Aber ich habe jetzt natürlich auch viel aus dem Glas verkostet. Ich bin ein großer Fan von dem Glas geworden. Sonst sehe ich es mir wahrscheinlich auch nicht hier. Und wir haben natürlich gerade bei uns im Shop ist es ein Thema geworden, weil natürlich die Leute fragen, was nehmt ihr für Gläser zum Verkosten? Mhm. Jetzt für auch die besseren Weine mal am Wochenende oder wenn du mit Freunden einfach auch mal wirklich Wein verkosten willst. Ja, wir haben ja auch viele Weinfreaks, die so heranwachsen und Profis werden wollen, in Anführungszeichen, und sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Und ich glaube, für die ist es ein hervorragendes Glas, um auch so eine gewisse Kontinuität beim Verkosten zu kriegen. Als sie da angefangen haben, war das natürlich, haben sie uns alle angeguckt, also mich vor allen Dingen, und gesagt, ein Glas, das geht doch gar nicht. Ja. Mittlerweile ist es Standard, also jetzt, dass auch die großen Glashütten haben mittlerweile Universalgläser, weil sie verstanden haben, dass es geht. Allerdings keins so entwickelt, wie wir das haben, also wirklich durch Fehler ausschließen und besser werden in der Verkostung. Ich glaube auch bei den Premium-Marken ist Ästhetik nochmal ein anderes Ding. Ja. Da geht es oft auch ein bisschen weniger um die Funktionalität, ist mein Eindruck, sondern man versucht spektakulär optisch ein Glas zu machen, was auch seine Berechtigung hat. Aber ich bin nach wie vor, wenn wir hier intern verkosten, ein großer Fan von dem Glas, weil wenn du dich auch mal dran gewöhnt hast und weißt, wie die Weine sich präsentieren darin, hast du eine ziemlich gerade Linie. Ja. Hier muss man einfach sagen, die Funktion bestimmt die Form. Altes Bauhaus-Thema. Ja, sehr gut. Glücklicherweise ist es nicht hässlich geworden, sage ich jetzt mal. Nee, ist hübsch. Also ist auf jeden Fall ein hübsches Glas. Na klar, Logo. Ist auch eins, was auffällt. Ne? Ist, also hier, da siehst du ja auch mal in der Weinbar. Ja. Und das ist natürlich auch schon irgendwie cool, wenn du sagst, okay, eindeutig. Ja, sehr gut. Und das hier hat auch, also das große Glas sozusagen, hat auch eine tolle Geschichte. Fernsehthema in Berlin, Regionalfernsehen. Und da habe ich dann immer wenn ein Winzer zu Besuch war, habe ich den da vor die Kamera geschleppt und dann haben wir ein bisschen Wein probiert und natürlich immer aus den Gläsern. Ja. Und der Erste, der irgendwann mal ein Glas nahm und wir haben so ein bisschen Licht eingestellt und Ton geprüft und so, war der Tim und Davi und der hatte seinen Merlot im Glas und auch. Und, also kein Unbekannter und, in der Szene für die Gesinnung und Davi ist ein großer Name aus und dem Ton. Und sagte dann irgendwann so für sich selbst, also ja nicht laut, sondern so, great glass. Und wir gingen natürlich alle Antennen und sagten, hey, warte mal, Tim, erzähl mal nochmal, warum, wieso, weshalb, deswegen. Sagte, was auf der. Das kommt einfach so konzentriert die Aromen raus. Der Parker, wenn er bei uns probiert, gerade bei Merlot, erzählt er uns immer, dass die Frucht fehlt. Wenn er das nächste Mal zu uns kommt, kriegt er so ein Glas. Das ist ein Riesenlob auch. Ne? Ja, ja. Am Ende des Tages haben die aber gesagt, für den amerikanischen Markt brauchen wir eigentlich ein größeres. Da habe ich gesagt, Mensch, one for all. Geht doch nicht. Bis ich verstanden habe, dass one for all die Form ist, ja, und dass sie auch in unterschiedlichen Größen funktioniert. Das ist ein bisschen weicher. Gibt ein bisschen mehr, wenn da mal ein kleiner Fehler drin ist. Wollte ich mal sagen, dieser macht die Beine so ein bisschen harmonischer. Harmonischer, genau. Das ist ein perfektes Genussglas. Ja. Das ist knallhart. Also bessere Weine, also gute Weine werden besser und schlechte Weine werden schlechter. Ja, ich würde sagen, genug der Worte. Her mit den Weinen. Ja, lass uns mal auch einen Schluck trinken. Ja. Ich habe jetzt mal einen Wein genommen, den ich persönlich natürlich sehr mag. Aber auch ein Wein, der spannend zu verkosten ist. Trentino. Elisabetta Forvalori, Terroligo, eine ziemlich spannende Rebsorte, wie ich finde, die eigentlich nur in der Gegend wächst. Und Forvalori ist eigentlich das Synonym für die Rebsorte. Und ich finde gerade den Wein extrem puristisch, weil du hast so 100% Wein. Das ist zwar ausgebaut in der Empore, aber es ist jetzt nicht so im Stil gemacht von der langen Maischegärung, sondern es ist ein extrem eleganter Wein. Und ich glaube, das ist auch ein Wein, wo man relativ viel rausfiltern kann, wenn es ein entsprechendes Glas dazu hat. Ja. Er ist dann enorm konzentriert. Frucht kommt raus, und spannend wäre jetzt ein anderes Glas mal zu nehmen und das daraus zu probieren. Wenn du magst, wir können ja einfach mal ein Glas nehmen, was so bei uns auch im Schrank steht, womit wir oft probieren. Gut, können wir. Dann greif doch einfach mal das hier? Direkt neben dich, genau. Ach, das kann ich auch machen. Ja, das ist auch ein gutes Glas, was man oft sieht, mehr in der Gastronomie, weniger zum Verkosten. Ich mach das mal ganz. Machst du direkt? Ja, sehr plakativ dann. Ich sag mal nichts. Ja, das ist schon, das ist tatsächlich ein Unterschied auf die Tabelle. Ja, also er ist fast weg. Verblasst. Ja, und spannend ist, wenn es wieder zurückgießt, jetzt wird es nämlich noch extremer, weil jetzt hast du den Eindruck, nicht potenziert, aber auf jeden Fall stärker. Das ist jetzt so gravierend, das hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Man muss ja, es muss ja schon authentisch bleiben, aber das hätte ich jetzt
Das ist echt. Wow. Und hier mal was anderes. Das ist auch spannend. Das ist jetzt nicht mehr so konzentriert, aber es ist noch da, aber macht die Sache so ein bisschen. Ja, das ist aber was ich meine, das macht es ein bisschen harmonischer. Eleganter, fast, ja, weil diese kräftige Frucht, die man jetzt hier hat, die wird so ein bisschen abgeschwächt durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Wein und Luft. Also, und dadurch. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Ja. Naja. Das ist jetzt mal so wertvoll. Also ich lege euch das auf jeden Fall extrem ans Herz. Ich finde, selbst ich, der relativ routiniert ist im Weinverkosten, habe hier unter anderem Aha-Erlebnisse mit gewissen Weinen. Ich habe neulich mal einen meiner eigenen Weine probiert und habe ihn fast nicht erkannt. Oh. Ja, also aber positiv, weil er einfach, die Nase war viel fruchtbetonter und ja, das war eine andere Darstellung, die ich in anderen Gläsern so noch nie hatte. Mhm. Klar kriegt ihr das bei uns im Shop. Das müssen wir auch mal reinwerfen. www.weingeist.shop. Wir überlegen uns noch irgendwie ein Gimmick, was wir da draufpacken für die ersten, die ordern. Ja, finden wir was. Mit Sicherheit. Wo wir gerade bei Gimmick sind, gibt es aus der Serie noch was in Planung? Ich habe die letzten Muster gerade einen Haken dran gemacht und es verabschiedet, es kommt eine Karaffe. Ja. Möchte ich aber noch nicht viel zu sagen. Ich prüfe gerade, ob ich ein Patent drauf anmelden kann. Es hat eine Funktion. Es ist one for all. Es ist also für zum Karaffieren von Champagner. Es ist Weißwein, das ist Rotwein. Ja, also. Erzähl nicht zu viel, dann machen wir einfach, wenn das Ding taugt, genau. Machen wir eine zweite Folge draus. Aber nur wenn es gut ist. Peter, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, klasse, schön, dass ich hier sein darf. Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Merci. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, wenn ihr mögt, mit Glöckchen. Lasst uns ein paar Kommentare da. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder in der neuen Folge bei den Weingeist. Bleibt gesund, bleibt hydriert, trinkt was Gescheites und vor allem redet darüber. Bis dahin.